Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trendsimulator. Ja, wir sind heute in Amerika unterwegs und müssen 30 Güterwagen zu ihrem Bestimmungsort bringen. Wie man sieht, dieser Zug ist ganz schön lang und ich würde auch sagen, wir fahren gleich los. Heute haben wir mal ein bisschen schöneres Wetter hier. Kein Regen, kein Nebel. Na gut, Nebel ist ein bisschen da. So, mit O. Wir stellen mal alles ein. Geben wir 25% Power. Geben wir mal 100%. Jetzt war hier auch mal loskommen. Unten sieht man doch nur mal, wie lang der Zug ist. Na, also hier sieht man, wie lang der Zug ist von hier bis nach da. 30 Wagen sind das. Es ist aber ganz schön gefährlich hier. Stellen wir uns mal hier hin. Und lassen den Zug einmal vorbeifahren. So wird einem erstmal die Länge klar. Wie lang der wirklich ist. So, machen wir mal das Leutewerk wieder aus.
haben es jetzt gerade mal in 2 Meilen auf 45 km/h geschafft. Die Lok ist einfach zu überfordert. Wir bräuchten eine zweite. Jetzt ist erst der Zug am Bahnsteig anfangen, also das letzte Ende am Bahnsteig anfangen. So, jetzt ist der Zug erstmal am Bahnsteig vorbei.
nur zwei Meilen, dann sind wir in Palo Alto Gleis 1 angekommen. So, hier machen wir eine haben es auf der Strecke nicht mal auf 60 Meilen geschafft. Wir gehen jetzt schon wieder runter, weil wir einen Berg hochfahren. Das ist krass. Mal wieder durch den Bahnhof, machen wir wieder das Leutewerk an. Rufen noch mal laut. So, und jetzt gehen wir schon mal vom Gas. Das schaffen wir nicht. Gemacht. Sie haben das Ende dieses schnellen Spielszenarien erreicht. Und damit würde ich auch schon wieder sagen, das war's für die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wer noch nicht abonniert hat, kann auch gerne kostenlos abonnieren. Wir würden uns da wie immer sehr, sehr drüber freuen. Also man sieht sich dann beim nächsten Mal. Bis denn und tschüss.